Schulen möchten das Interesse der Jugendlichen für Naturwissenschaften und Technik fördern. Industriebetriebe sind auf der Suche nach Nachwuchs. Trotzdem finden die beiden Bereiche oft nicht zueinander. Um dies zu beheben, hat die PH St. Gallen das Projekt MINT-Partnerschaften lanciert. Das sind ja zwei Betriebe, die von der Aufgabe, von den Zielsetzungen her, aber auch von den Ideologien her, nicht unbedingt sehr viel miteinander zu tun haben. Aber man glaubt das mindestens. Und das war dann eigentlich auch das Ziel, einen Wissenstransfer anzubringen, zwar einen gegenseitigen, zwischen Schule und Industriebetrieb. Seit 2012 arbeiten in der Ostschweiz 4 Oberstufenschulen und 4 namhafte Industriebetriebe zusammen. Also ich denke, am Anfang war es so, dass man sich kennenlernen musste. Und man hat schon gemerkt, dass es eine Distanz gegeben zwischen den Schulen und zwischen den Industriepartnern, Berufsbildner, die natürlich auch daran beteiligt waren. Aber mit der Zeit, wo man mal eine gemeinsame Sprache bzw. gemeinsame Anknüpfungspunkte und Themen gefunden hat, hat sich eine Dynamik entwickelt, haben sich Ideen entwickelt und es ist wirklich alle die 4 Partner, die hier dabei sind, also 4 Industriepartner plus 4 Schulen, die sind mit einer grossen Begeisterung heutzutage dabei. Auf Sekundarstufe wird ein MINT-Labor aufgebaut. Die Schüler experimentieren mit Instrumenten aus der Industrie. Dies fördert das Interesse an Naturwissenschaft und Technik. Ausgehend von aktuellen Fragestellungen und mit Hilfe moderner Instrumente wird experimentierendes Lernen im Unterricht verankert und mit dem Arbeitsalltag verknüpft. Es ist sehr unterschiedlich, was man macht, weil es hat sehr viel mit Technologie zu tun und die ändert ja ständig. Und ich muss dort halt auch programmieren. Zwar kein PC oder Dokument, aber halt so Maschine und so. Und ja, das gefällt mir einfach. SFS hat ein Schulzimmer eingerichtet, im Betrieb hinein. Und die Schülerinnen und Schüler von der Oberstufe in Herbruck, die gehen im Betrieb zu der SFS und tun lehrplankonform bestimmte Themen dort selber behandeln und haben die Gelegenheit, auf einer Seite die Lernenden von SFS mit einzubeziehen und auf der anderen Seite können sie bei SFS schauen, welche Bestandteile produziert SFS, die man in einem Antriebsmotor beispielsweise braucht. Gegenseitig ist es so gelaufen, dass bei SFS Lernende kommen in die Schule und die Lernenden haben beispielsweise eine Datenbank programmiert mit den Schülern und Schülerinnen zusammen im Rahmen eines Freifachs, wo die Schule jetzt braucht. Durch diesen regelmäßigen Austausch mit der Industrie aktualisieren die Lehrpersonen das eigene Fach- und Berufswissen laufend. Zusätzlich habe ich im Rahmen meines Bildungsurlaubs bei der SFS ein Praktikum gemacht. Ich war 2 Wochen dort und habe wie einen Schüler geschnuppert. Die Eignungstests, die zum Beispiel die SFS jetzt macht, ist für mich interessant gewesen, einfach nach welcher Philosophie sie da machen. Und mein Feedback hat, denke ich, auch geholfen, um entweder Sachen anzupassen oder zu sagen, mal, man könnte auch so weitermachen. Und auf der anderen Seite war, hoffe ich, für die Lehrmeister auch interessant gewesen, mit was wir in der Schule kämpfen. Also, was sind unsere Einschränkungen? Was macht es uns schwieriger, vielleicht die Leute so weit zu bringen, wie man es gerne hätte, wenn ein Lehrer anfängt? Das Projekt MINT-Partnerschaften ist Finalist des Enterprise 2014, weil es dem technischen Fachkräftemangel entgegentritt und die Schule nachhaltig mit der regionalen Industrie verknüpft. Wir gratulieren dem Projekt MINT-Partnerschaften zum Einzug ins Finale.